Hallo ihr lieben Krebse, wir schauen uns euer großes Blatt an. Was darf ich dem Kollektiv der Krebse mitteilen? Ja, hier ist schon mal eine gute Energie. Hier sind Einladungen, Treffen, Geschenke, Nachrichten, die euch einen guten Ausgang für irgendetwas versprechen. Veränderungen, das kann jetzt hier auch sein, dass es darum geht, dass ihr auf irgendwelche Bescheide wartet oder Zusagen oder überhaupt auf Antworten und hier kommen sie. Und diese Nachrichten bringen Veränderungen mit, die euer ganzes Leben irgendwie beeinflussen oder beinhalten. Es geht hier um Wachstumsprozesse, die auch eurer Vitalität angebracht sind. Und ich habe so ein bisschen die Energie, dass ihr da, wo ihr gestresst seid, dass ihr sehr schnell aufatmen könnt oder dass ihr auch so ein bisschen krasse Schritte macht bei den Dingen, die ihr umsetzen wollt. Ich habe euch selber in einem Transformationsprozess drin, aus einer Phase raus, wo es vielleicht stagnierend war oder wo nichts vorangegangen ist. Da geht ihr jetzt raus und ihr endet hier in den Blumen und das ist die schönste Energie, die man haben kann. Hier liegt der Brief im Haus des Gläs, in der Spiegelung ist die Sonne drin. Also hier sind überaus gute Nachrichten, nicht nur gute, vielleicht auch auf mehreren Lebensbereichen. Und eine Energie, die euch gestresst hat oder unruhig oder wo ihr im Nebel gestanden habt, die wird plötzlich weggenommen. Ich habe an sich sehr viel genesende Bereiche bei euch und sehr viel Umbrüche, Anfang, Ende von etwas. Ganze Umstrukturierungen auch, ne, wo ihr gedacht habt, ich gehe jetzt den Weg, aber der andere hat sich als besser rausgestellt, als sowas. Aber es ist so ein bisschen eine Rundum-Erneuerung, eine Rundum-Veränderung, die auch das Familienleben betrifft oder da, wo ihr einen krassen Einschnitt erlebt habt. Das kann jetzt im Thema Liebe sein, Herzensangelegenheiten, Liebesblues, Liebeskummer, sowas alles. Oder auch Familienthemen oder Themen, die mit Kindern zu tun haben, die jetzt hier so sind, dass ihr nicht mehr so viel grübelt oder die Abendstunden dazu benutzt, Lösungen zu finden. Hier liegt alles, was Liebe oder Herzensangelegenheiten sind, im Hause der Neubeginne drin. Da könnt ihr vor allem für euch neu starten. Das muss noch nicht mal heißen, dass man jetzt einen neuen Partner an Land zieht oder sowas, sondern ihr habt da eine bestandene Prüfung, eine gelernte Lektion. Es kann sein, dass für einige die Vergangenheit nochmal mit ihnen gesprochen hat und sie können so einen Strich dahinter machen. Und es kann auch um Umbrüche im häuslichen Bereich gehen. Ich habe sehr viel Klarheit, die ihr euch auch ins Umfeld rein verschafft. Ich sehe auch, dass ihr da Schnitte macht, wo ihr einfach sagt, da mache ich nicht mehr mit oder da und es kommt mir dann zugute. Und an sich ist es so eine Zeit der schicksalshaften Veränderungen. Ne? Eine neue Phase beginnt, eine herausfordernde Phase beendet sich. Das Schicksal wirft euch einen schönen Brocken zu und nimmt euch die Zweifel, dass es nicht vorangeht. Hier kann es auch darum gehen, dass ihr euch für den Bereich Liebe nochmal anders entscheidet, weil das Außen euch irgendwelche Personen bringt oder Triggerpunkte oder Emotionen, die ihr gerne mal nach außen transportieren wollt. An sich geht es auch darum, Gefühle zuzulassen, zu zeigen, emotional aus den Vollen zu schöpfen, anzugucken, wie stehe ich im Leben, wenn das Außen mir Dinge präsentiert, mit denen ich nicht rechne, wo kann ich verletzte Liebe, Eifersucht, Liebeskummer hinter mir lassen und
wo bin ich mir selbst so viel wert, dass ich diese und diese Dinge nicht mehr mit mir machen lasse. Ich habe finanzielle Entscheidungen, finanzielle Möglichkeiten. Hier liegt die Geldkarte im Haus der Wege drin, im Haus der Möglichkeiten. Das kann jetzt auch das Gegenüber betreffen, die familiären Themen oder aber auch die Dinge, in die ihr investiert. Oder wo ihr sehr viel reingibt von eurer Schöpferkraft. Es kann ja auch sein, dass ihr an sich finanzielle Verluste ausbügelt, ne? Die können mit dem Thema Vitalität oder so einhergegangen sein. Aber es sieht hier so aus, als kriegt ihr das ganz gut hin. Hier ist ein großer Umbruch zu sehen bei all den Herzensangelegenheiten, bei denen ihr Trennungen erlebt habt oder wo ihr euch alleingelassen gefühlt habt oder wo ihr euch auch abgegrenzt habt vom Umfeld, ne, oder eingeigelt. Und ich sehe hier so im Haus der Ringe, also im Beziehungshaus, da macht ihr eine ordentliche Wende. Ihr seid wieder bereit, ihr öffnet euch. Ihr schaut euch langfristige Sachen an. Ihr verändert das Ding, was ihr noch umsetzen wollt, was ihr euch wünscht. Hier sind auch Projekte, die ihr vielleicht vertraglich langfristig hinbekommt. In eurem eigenen Haus liegt die Klarheit drin. Hier ist es so, das ist etwas Spezielles, das kann jetzt, ihr wisst, das ist eine kollektive Legung, aber auch nicht für alle gelten. Hier sind so die Situationen der Triggerpunkte mit der Vergangenheit, die eigene Weiblichkeit, Konkurrenzsituationen, Mutterthemen, überall da, wo sich auch Leute reingedrängt haben oder für Umwege gesorgt haben, wo das Thema Treue, Freundschaft, Loyalität, Ehrlichsein eine Rolle gespielt hat oder für Konflikte gesorgt hat. Das Schöne ist, in eurem Haus sind die Sterne drin. Ne? Ihr klärt sowohl das Finanzielle als auch eure Seelenebene und ihr habt hier gute Entscheidungen, gute Nachrichten. Nachrichten, auf die ihr wartet, damit ihr weitermachen könnt. Ihr dürft ein bisschen gucken, wo verliert ihr Kraft oder wo mangelt es an dem Thema Vertrauen, eigene Größe, Leben und so weiter. Denn ich sehe, dass ihr so ein bisschen mit angezogener Energiehaushalt, also dass es irgendwie auch ein bisschen an Kraft oder Stärke fehlen kann. Und ihr seid ja aufgefordert, das nicht zu nähren, also keine Konflikte zu schüren, wo eigentlich keine mehr sind. Und euch auch Dinge zu entledigen, die euch immer wieder nur an den Punkt bringen, wo ihr investiert und nichts zurückbekommt. Oder aber auch auf diese Wege, die nennt man dann Verstrickung. Ne? Es geht ein bisschen darum anzugucken, wo habe ich finanzielle Verstrickungen, wo bin ich mit den Geldern der Vergangenheit verhaftet, wo habe ich auch emotionale Blockaden. Gerade wenn das Außen mir Umstände präsentiert, die ich so nicht kenne oder wo muss ich irgendwie einen Schnitt machen, dass ich mal über den Berg drüber komme. Ne? Das Thema Beruf und Berufung könnte eins werden. Wir sehen hier die Berufskarte im Hause des Schicksals drin. Da geht es nicht nur darum, was arbeite ich oder wie lang, sondern was bin ich, wozu bin ich da, was sind meine Lebensaufgaben. Wenn du nicht arbeitest, sind es immer die Dinge, an denen man arbeitet. Das hier sind Schicksalsthemen, Sachen, die man verdaut, verarbeitet, die Nerven gekostet haben. Ich sehe das aber hier in ein relativ stabiles Konstrukt kommen, das dann auch langfristig wieder trägt und nährt. Und ich habe auch so ein paar Personen, die euch hier geschickt werden. Das können entweder neue Partner sein, Freundschaften, die wichtig sind oder Menschen, die euch irgendetwas aufzeigen, was ihr erinnert, was ihr hier aber merkt, da seid ihr drüber. Ne? Frieden schließen mit der Vergangenheit habe ich auch da so nochmal drin. Und ich habe hier für alle, die arbeiten, Möglichkeiten im beruflichen Bereich, etwas Vertragliches zu verändern. Da kriegt ihr von außen Impulse, aber auch
Impulse, die mit finanziellen Entscheidungen verbunden sind. Aber das Ganze liegt äußerst gut. Ne? Es liegt hier in der Linie, die euch Klarheit bringt, auch wenn es vielleicht noch einen Moment gibt, den man überdenkt oder wo man genauer überlegt, soll ich nicht. An sich arbeitet ihr hier in diesem Blatt sehr viel an eurer Lebensgeschichte, an Spuren, die das Leben hinterlassen hat, Prägungen der Vergangenheit, und ihr kommt hier in einen komplett neuen Zyklus rein. Es kann sein, dass ihr für diesen Zyklus schon mal Anlauf genommen habt, aber irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt war. Und jetzt seid ihr so auch bereit, das so für euch zu verändern, dass es sich nach Stabilität anfühlt. Hier sind viele Spiegelungen. Es ist wichtig, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr genau guckt, dass ihr die Spiegelungen auch erkennt als solche. Hier ist auch Stille und Fokussiertheit und nicht so das Außen so präsent, wobei ich sehe, dass das Außen euch ganz schön auch gefordert hat. Und hier gibt es noch eine höhere Warte des Blickwinkels und die dürft ihr hier rausfinden. Und es geht wirklich darum, bewusst mal den Alltag auszusperren, seine seelischen Dinge anzugucken, Einsichten zu gewinnen. Und ihr dürft hier nachdenken, bevor ihr überschnell reagiert. Hier sind sehr viele Einsichten. Das wird sich hier auszahlen, das, was ihr hier gelernt habt oder wo ihr einen Konflikt hattet mit einer Erfahrung, nennen wir es mal so. Ein Konflikt mit einer Erfahrung, die ihr mal gemacht habt, die relativ auch einschneidend war. So, und wir haben für euch, guckt euch mal das an, die Regenbogenforelle. Hier geht es, dass unerwartete Begegnungen und Gewinne euch erwarten, dass ihr sehr viele Emotionen vielleicht auch habt. Und wir haben hier den Mond oder die Psyche auch im Hause der Vögel drin. Das sind so gewisse Unruhen, Genervtheit, Gestresstsein, Durcheinanderkommen. Und hier wollen sehr viele Farben in euer Leben zurück. Hier kann sich tatsächlich auch sehr vieles in der Liebe tun. Das haben wir hier für euch auch so liegen. Ne? Die Liebe liegt hier im Hause des Neubeginns und ihr überwindet irgendwelche trennenden Dinge. Es gibt Leuchtpunkte im Leben wieder. Hier magst du vielleicht das Gefühl haben, ne? Wir haben im Haus des Herzens den Turm, ich gehöre hier nicht hin oder ich bin anders oder ich gehöre nirgends dazu, ich fühle mich nicht zu Hause da, wo ich bin oder mit den Leuten, aber es ist eben so, dass man, was jeder von uns ein Unikat ist und dass das Leben viele Farben und Facetten hat. Und dass euch dieses Licht, dieses Regenbogenlicht tatsächlich auch auffüllt. Kommunikation ist wichtig, auch da wieder Erkenntnisse. Und ihr guckt ja hier in die Blumen und die guten Nachrichten mal X. Ne? Da sind auch mal unerwartete Dinge, so wie Gewinne oder so, die einen treffen können. Oder günstige Zusagen, sowas alles. Unerwartetes einfach. Ja, hier ist vielleicht sehr viel Gewicht, das ihr mitschleppt und irgendwann zeigt sich das auf der Waage, was im Inneren schwer wurde. Und hier ist nochmal der Spiegelblick. Ne? Unten habt ihr noch ein Geschenk, ist auf dem Weg zu euch. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.